Der Mittelstand, der soll gestärkt werden. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Reformschritte, die die Bundesregierung hier noch umsetzen muss? Na, ich würde eigentlich anfangen beim Bürokratieabbau, weil ich denke, dass das nachhaltigste Effekt ist, den man haben kann. Der Bürokratie wird über die Jahre immer aufgebaut, aber es wird nie entstaubt. Und mittlerweile bedeutet das, dass im Schnitt jeder fünfte Mitarbeiter ausschließlich für die Bürokratie da ist und arbeitet, also sprich 20% aller Mitarbeiter, aller meiner Ressourcen. Das heißt, von 50 Milliarden sind 20%, 10 Milliarden Einsparungspotenzial auf Unternehmensseite. Natürlich kann man nicht die gesamte Bürokratie abbauen, aber doch einen wesentlichen Teil bereinigen. Das kann man mit zwei Maßnahmen erreichen. Das eine wäre, tatsächlich Bürokratie abzubauen oder einen Bürokratie-Scout zu implantieren oder einen Mittelstandsvertreter, wenn man so will, der einem dabei hilft, durch diesen Dschungel zu navigieren und einem das Leben für kleinere Unternehmen einfach leichter macht. Und dadurch natürlich auch viel Zeit spart. Was sind andere Punkte, die hier wichtig sind? Andere Punkte sind natürlich, die Lohnsteuerabgaben zu reduzieren, speziell für kleinere Unternehmen. Wir denken an bis 30 Mitarbeiter. Da hat auch den größten Effekt. Warum? Weil diese Unternehmen innovativ sind, weil die Unternehmen versuchen auch, sich wettbewerbsfähig innovativ zu verhalten, weil sie sonst gegen die Großen gar nicht bestehen könnten. Und da würde so ein Kostenabbau dazu führen, dass man mehr Leute anstellen kann oder mehr Projekte stemmen kann. Und das wäre ein Riesenvorteil und würde gesamtwirtschaftlich auch einen Rieseneffekt bringen und gar nicht mal so viel kosten. Ein Riesenvorteil auch, dass man hier wirklich einen Schulterschluss von mehreren wichtigen Organisationen eingeht, um sozusagen alle mit ins Boot zu holen? Ja, wir sind ja die freien Verbände, also keine Zwangsmitgliedschaft bei uns. Wir haben einen sehr starken Zustrom seit Corona bekommen, weil eine hohe Unzufriedenheit da ist, auch die Sozialpartnerschaft in Wirklichkeit ins Wanken geraten ist. Das hat auch damit zu tun, dass ein bisschen eine Spaltung in der Gesellschaft existiert. Zwischen Arm und Reich hat der Herr Wild das heute schon schön formuliert, da fehlt der Mittelstand. Aber wenn man die Mittelstandswerte dazu rechnet, sind wir dann doch wählertechnisch relevant. Und das ist die Stimme, die wir hier erheben und sagen, hey, wir sind nicht nur 7% Wählerrelevanz, wir sind 32% Mittelstandswertegemeinschaft und das ist das, warum wir eine starke Gemeinschaft sind und gesagt haben, das ist das Bündnis, auf das wir uns einlassen, wo wir versuchen auch branchenübergreifend präsent und aktiv zu sein und auch Stärke zu zeigen und nicht nur zu sagen, ja alles ist gut. Wurde auf den Mittelstand gestern bei der Pressekonferenz der Regierung vergessen, weil darüber hat man nicht allzu viel gehört. Ja, man hat eigentlich gar nichts gehört. Der Mittelstand sitzt zwischen den Stühlen, wie man so schön sagt. Und ich würde das so formulieren, es wurde eine Steuerreform mit einem Silberlöffelchen präsentiert. Eigentlich bräuchten wir einen Spaten oder eine große Schaufel, damit hier das stattfindet, was Österreich braucht, um zukunftssicher und nachhaltig zukunftssicher zu sein und ein interessanter und attraktiver Arbeitsstandort zu bleiben. Und wann wird umgegraben, sprich wann gibt es Gespräche hier auch mit der Regierung? Wir haben schon Gespräche mit der Regierung, die haben im Juni diesen Jahres begonnen. Wir wurden auch eingeladen, uns aktiv an dieser Diskussion zu beteiligen. Wir haben auch nächste Woche wieder Termine und auch bis zum November geplante Termine auch mit höchsten Regierungskreisen. Wir müssen nur jetzt klar machen, wie wichtig uns das Anliegen ist. Da werden wir nicht nur leise gehört werden oder wahrgenommen werden und nicht Hände geschüttelt wird, sondern dass wir auch ernst genommen werden. Und deswegen ist es so wichtig, auch jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen.